Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Start in die 10. Türchen der Adventskalenderreihe. Heute natürlich hier wie jeden Morgen mit dem MFB Pro Kalender. Türchen Nummer 10, Türchen Nummer 10. Was hatten wir denn hier gestern eigentlich? Ach so, vom Molix eine Packung, genau. 10, 9, 4, 2, 15, 21, 14. Tut mir leid, kann halt wieder ein bisschen länger dauern. 3, 23, 1, 6, 13. 14, 20, 8, 12, 5, 16. Meine Fresse, das gibt's doch gar nicht. 18, 11, 4, 15. Hä? Ah! Oh Gott! Ach, nee. Naja. Schon eine halbe Minute rum und noch nicht mal das Kästchen gefunden. So. Türchen Nummer 10. For Molix Lover. Moment. Okay, gestern hatten wir ja die RA-Sheds, auch ein unspektakuläres Türchen. Da bin ich ja mal gespannt, ob da heute was drin ist, was dazu passt oder ob es ein anderer Köder ist. Wenn es jetzt ein anderer Köder ist, finde ich es nicht so optimal, da hätte ich mir dann vielleicht was anderes gewünscht. Aber ich will noch nicht zu viel versprechen. Aha, okay, es ist ein... Was ist denn das? So, Lover Special Vibration Jig. Ja, An Idea of Mike Lanconelli. Klingt ein bisschen wie eine Speiseeissorte. Hey, hast du schon das neue Lanconelli probiert? Oh, geil, oder? So schön nach Zimt und weihnachtlich. So. Aha, okay. Gut, dann passt das natürlich. Dann ist es sozusagen eine Art Zubehör, die hier... Zubehör ist natürlich auch schön blöd. Also quasi der Trailer für den Köder, den haben wir jetzt hier zu liegen. Sieht aber auch echt interessant aus. Sieht aus wie eine Mischung aus Jigspinner, Shatterbait und Spinbait. Spinnerbait. Ja, genau. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder? Hinten ein großer Haken dran. Ich weiß nicht, ob der auch ohne funktioniert, also ohne Trailer. Aber natürlich kann man hier hinten so einen RA-Shed einfach montieren. Ich zeige euch den hier mal ein bisschen näher dran. Ja, also hübsch ist der jetzt nicht, ne? Also das muss man jetzt mal so sagen. Gerade mit dieser Shatterbait-Schaufel, die ja fest montiert ist und nach oben steht, sieht der irgendwie so ein bisschen aus, wie ihr wollt und nicht ihr konnt. Aber das hat ja nichts zu heißen, ne? Gibt ja viele Köder, die für uns irgendwie komisch aussehen und sehr gut funktionieren. Ich erinnere da bloß mal an so einen Zeitwobbler oder sowas. UV-aktiv ist der jetzt nicht. Aber ansonsten sieht der mal sehr interessant aus. Also eine Köder-Zusammenstellung hier von bekannten Kunstködern, nicht Marken, sondern Kunstködern mal zusammengefügt zu einem Modell irgendwie. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Finde ich auf jeden Fall mal recht spannend. Weiß ich nicht, ob man damit gut angeln kann und gute Erfolge hat. Vielleicht hat er damit schon Erfahrung mit. Kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall interessant. Schönes, interessantes Türchen. Ja, dann war's das für heute. Macht's mal gut, bis dann. Euer Lemmy.